Spinnst denn du? Du musst doch nicht in die Zeitung kommen. Ich will aber unbedingt in die Zeitung kommen. Ja, aber zu was denn? Ja, dann können wir beim Frühstück in der Zeitung lesen, was bei uns so alles los ist. Ja, ja, wir zwei. Aber wir lesen es nicht allein. Das lesen 10, 20, aber sag ich 100. 1000 andere Leute lesen das auch. Das macht nichts. Natürlich macht das was. Nö. Aber Pumuckl, die kommen alle da rein und wollen diesen berühmten Pumuckl sehen. Die wollen dich sehen und du bist unsichtbar. Nicht einmal ich sehe dich mehr. Das ist doch fad. Du kannst nicht mehr schaukeln, du kannst keine Gedichte mehr machen. Da haben wir doch keinen Spaß miteinander. Das ist doch kein Leben. Nein, das ist ja wie im Tierpark. Natürlich, und du bist der kleine Affe und ich der große. Ich will aber kein Affe im Tierpark sein. Eben, und nein. Ich auch nicht. Und deswegen können wir die Zeitung nicht brauchen. Nein? Dann bleiben wir ohne Zeitung und dann bleiben wir, wie wir sind. Wir bleiben ohne Knüller, weil der größte Knüller für mich ist sowieso. Weißt du, vielleicht machen wir unsere eigene Zeitung. Dann können wir lesen, was bei uns so einfällt. Ja, anfängt. Ja, also pass auf, dann schreib mal auf. Na, Pumuckl, doch jetzt nicht. Schreib mal auf. Eder, Franz, Schreinermeister und Spind. Ich meine, Spindingsbums dreht. Das machen wir, pass auf, das machen wir heute nach dem Abendessen. Mann, ja. Du machst doch ein Gedicht dazu. So machen wir. Ein Gedicht, also ich übernehme die Dichte und du die Berichte. Wo ist es?